Hi, Mirika Bandens hier. Ich möchte euch direkt auf den Livestream heute aufmerksam machen, den wir wieder um 17 Uhr auf diesem deutschen Channel haben. Ich möchte euch bitten, unbedingt live mit dabei zu sein und uns eure Fragen live zu stellen, weil diese Livestreams davon leben. Also, wenn ihr gerne hättet, oder wenn du gerne hättest, dass wir die Livestreams aufrechterhalten auf regulärer Basis, dann bitte zeig uns das, indem du wirklich live mit dabei bist. Denn ansonsten, also das ist gerade so unsere Testphase und da wollen wir schauen, ob das Interesse wirklich da ist und die Menschen auch wirklich live mit dabei sind. Also vielen, vielen Dank dafür. Bitte, wenn du das unterstützenswert findest, schreib es dir auf. Ich habe mir auch gedacht, dass ich quasi in jedem Video auf einen Kommentar eingehe oder auf eine Frage, die ich unter meinen Videos bekomme. Und ich habe auch schon ältere bekommen als den Kommentaren, auf den ich jetzt eingehen werde. Auf die werde ich auch noch eingehen, aber das war ein Kommentar, den ich unter dem Livestream, dem letzten von letzter Woche, bekommen habe. Und deswegen werde ich da jetzt drauf eingehen. Ich gehe kurz aber noch hier auf das Frühstück ein, das ich vor einem Jahr da hatte. Das sind alles die Sachen, die ich vor einem Jahr gegessen habe, die ihr hier seht. Da habe ich Nüsse als Topping auf dem Oatmeal gechallenged. Vorher die Tage, oder quasi die ganze letzte Woche so ungefähr, hatte ich Schokolade drauf gechallenged, verschiedene Sorten. Und diesmal sind es die Nüsse. Man muss dazu sagen, es hätte natürlich sehr viel üppiger ausfallen können. Dafür gewinnt man jetzt keinen Preis, aber ich habe dafür den Preis gewonnen, dass ich mehr als nichts gemacht habe. Das war ein Schritt voraus. Ich hatte Angst davor, ich habe es gemacht. Es war vielleicht nicht das komplette Gegenteil, das vollständige Gegenteil, aber es war wenigstens ein Gegenteil. Und das macht da den ganzen Unterschied. Das ist der Grund, warum ich euch das zeige, auch die Gegenüberstellung. Auch das, was ich heutzutage esse, ist nicht das, was ich im extrem Hunger gegessen habe, auch nicht am Anfang meiner echten Recovery. Da war alles sehr viel radikaler und das werdet ihr auch über das Jahr sehen. Von der Elisabeth von Hinken habe ich einen Kommentar bekommen und zwar: Hallo liebe Miri, was ist das für eine Migrationstheorie, von der du sprichst? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe diese Migrationstheorie erwähnt in dem Livestream von letzter Woche. Auf jeden Fall anschauen, wenn du es noch nicht getan hast. Also da gehen wir auf sehr viele Sachen ein, die super, super, dir super, super helfen können. Also ich rede sowieso nur von Dingen, die potenziell einfach dir super, super helfen können in Recovery. Aber genau, die Livestreams, da kommen wir wirklich immer auf sehr gute Sachen, David und ich. Und auch durch eure Fragen. Deswegen sind die auch so wichtig. Und die Elisabeth möchte wissen, was es genau für eine Migrationstheorie ist. Also das Buch, das ich gerade übersetze von Tabitha Farrar, wird das ganz glasklar machen und ist quasi eine Anleitung zum Recovern. Die Anleitung, die mir auch geholfen hat. Und das habe ich wahrscheinlich so frühestens 2 Monaten fertig, also Richtung Sommer, so früh wie möglich, aber ich gebe mein Bestes, mehr als Vollgas geben kann ich nicht. David unterstützt mich jetzt hier mit den Videoarbeiten und auf jeden Fall, das ist das Buch, das du auf jeden Fall darüber lesen möchtest. Geh kurz hier auf den Snack ein, den ich hatte vor einem Jahr. Es war auch ein weiterer Schritt nach vorne. Ich habe mir eine Art Milchreis gemacht hier mit ein bisschen Pflanzenmilch. Ihr seht die Haut da drauf, ich liebe es. Und aber sehr sicher halt mit Datteln oder Rosinen, obwohl man sieht die gar nicht. Kann auch sein, dass ich mit Zucker tatsächlich gemacht habe da. Genau, also es ist halt verarbeitet, auch mit Mehl halt gemacht, ja, mit Vollkornmehl und auch mit Haferflocken, aber ich hätte mir eher, und das habe ich dann halt in der echten Recovery später gemacht, wie ihr sehen werdet, einfach einen konventionellen kaufen müssen, weil das war halt immer noch so die gesunde Version davon. Aber es war ein Schritt nach vorne und deswegen Applaus. Aber genau. So, also die Migrationstheorie besagt quasi, dass ganz viele Tiere und Menschen von Natur aus Gene in sich, also Gene haben, die Anorexie-Gene in sich haben. So. Und die werden aktiviert durch ein Energiedefizit. Der psychologische Ansatz, der ja konventionell so eben gegangen wird, der hilft dabei dann gar nicht so viel, wie eben der physiologische und biologische Ansatz helfen könnte, indem man Essen vorne
also als erstes priorisiert, nämlich um das Energiedefizit umzukehren. Kurz gesagt ist es quasi so, wenn wir nicht in der Zivilisation wären, oder wie es halt quasi früher immer war, als die Zivilisation noch nicht gab. Hier seht ihr jetzt das, was ich jetzt gegessen habe. Hier den Milchkaffee und die Schokoladen. Also sehr, sehr, also krass. Ich mache die so richtig fudgy, so dass es eigentlich wie so ein Brownie ist. Und ganz wenig Wasser. Ich liebe es einfach so unglaublich. und wenn man jetzt in der Natur lebt, dann ist es quasi so, wenn Hungersnot besteht, dann muss ein Tier oder ein Mensch migrieren aus der Hungersnot heraus an einen Ort, wo Essen wieder üppig ist, wieder reichhaltig ist, Nahrung wieder reichhaltig ist. Dort angekommen gäbe es ein Festessen und das Energiedefizit würde wieder aufgehoben werden. So, der Grund, warum das Tier migriert, ist, weil es diese Anorexie-Gene in sich trägt, die dieses Bedürfnis auch dem Tier geben, müssen uns jetzt viel bewegen. Es ist quasi ein Überlebensmechanismus, der angeboren ist. Ein Überlebensmechanismus, der dem ganzen Volk sozusagen geholfen hat, zu migrieren und zu überleben, weil sie dann in eine Nicht-Hungersnot-Umgebung kommen sozusagen. Hier übrigens habe ich Butterbrezeln gegessen. Brezeln sind 10-mal so lecker mit Butter. So. Hätte das die High Carb Miri von vor ein paar Jahren nicht stehen lassen können, aber so ist das nun mal. Das Ding ist einfach, heutzutage in der Gesellschaft, wo eben Diäten so glorifiziert und verherrlicht wird, da ist das quasi wie eine künstliche Hungersnot. Der Körper erkennt das aber nicht, dass es quasi keine echte Hungersnot ist. Und diese Anorexie-Gene werden aktiviert und dadurch kommt das, dass wir das Bedürfnis haben, uns mehr zu bewegen, eben dieser Zwang, dieses zwanghafte Bewegen und währenddessen auch, das haben wir halt in der Natur auch gemacht, möglichst wenig essen, erst dann das Festessen haben, wenn man quasi in der finalen Destination angekommen ist, wo wieder reichhaltig Nahrung ist. Und das Problem ist, hier in der Zivilisation, in unserer Gesellschaft heutzutage, da gibt es dieses Festessen am Ende quasi nicht. Denn erstmal ist ja die initiale Hungersnot schon gar nicht echt gewesen. Und selbst wenn man dann rausfindet, okay, ich muss das Energiedefizit wieder aufheben, ich muss wieder gesund werden, dann leben wir halt leider in dieser Gesellschaft, die dieses Diäten, dieses wenig Essen, wenig Kalorien aufnehmen und das irgendwie alles zu manipulieren, so verherrlicht, sodass das schon fast so Second Nature für uns geworden ist. Selbst für Menschen, die behaupten oder die halt auch wirklich keine Essstörung haben. Und so ist das quasi fast schon verpönt, wenn man dann so extrem radikal viel mehr isst als andere Menschen oder als normal gilt. Dabei ist das eigentlich das Natürlichste der Welt, ja. Das ist die natürlichste Reaktion auf eine Hungersnot. Und nichts anderes ist das, wodurch der Körper geht, wenn du in einem Energiedefizit warst. Ist egal, ob das absichtlich war oder unabsichtlich. Also ist egal, ob du absichtlich diätet hast oder dass sozusagen ein Unfall war, dass du da reingerutscht bist in das Kaloriendefizit. Am Ende ist es für den Körper das Gleiche und drückt sich physiologisch gleich aus. Das ist so ein bisschen, die Migrationstheorie in short. Sie ist quasi ein angeborener Überlebensmechanismus, der in manchen Menschen sehr ausgeprägt ist, zum Beispiel auch bei Schweinen oder Hamstern, die ihre Nahrung entzogen bekommen, die dann ein Energiedefizit entwickeln, die fangen an zu rasen, entweder im Hamsterrad oder in ihrem Stall, ohne dass sie einen Grund dazu haben, was eben dieser Bewegungsdrang ist. Diese Anorexie-Gene gehen bei denen an und fangen sogar an, ihre Nahrung zu verweigern, die sie dann angeboten bekommen. Genauso wie bei Menschen, die von Anorexie betroffen sind. Das finde ich einfach ultra krass. Also macht auch ultra viel Sinn. Gerade auch dieses, also dass es halt zum Überleben hilft. Das ist halt nichts, das ist halt eigentlich, die Essstörung, die man als Feind ansieht, die am Ende auch als Feind, also gegen den Körper sozusagen wirklich arbeitet, ist aber
zu Beginn eigentlich ein Überlebensfreund gewesen, nur dass sie sich in der heutigen Gesellschaft so schwer umkehren lässt, weil wir uns nicht trauen, eben diesen Überlebensmechanismus ganz auszuleben, nämlich auch bis zum Ende dieses Festessen wieder zu machen, möglichst schnell wieder aus dem Kaloriendefizit rauszukommen. Kein Mensch würde in der Natur jemals freiwillig einfach so weniger essen, als er will oder weniger essen, als er braucht. Es würde immer so reichhaltig gegessen wie nur möglich. Und dadurch war dann das Festessen auch kein Problem. Dieser Part fehlt eben in der heutigen Gesellschaft. Und das ist jetzt mal nur so ganz grob angerissen. Kann dir wirklich nur das Buch dann ans Herz legen, das ich eben gerade übersetze, was dann rauskommen wird, so früh wie möglich. Ihr werdet natürlich so früh wie möglich davon erfahren und auch geupdatet werden, wie weit ich darin bin. Genau. Ihr habt ja gesehen, was ich gegessen habe vor einer Woche jetzt anhand der Bilder. Und ja, ich hoffe, dass ihr heute beim Livestream mit dabei seid. Ihr könnt mir auch solche Fragen dort stellen. Was challengest du heute? Schreib's mir in die Kommentare. Ciao.